Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Heute habe ich eine ganz tolle Bastelidee für euch, und zwar eine Weihnachtskarte in Form von einer Zauberleiter. Verpackt ist die Karte in so einer Box, die ich extra für diese Karte eben angefertigt habe. Sowohl der Deckel als auch die Box selber haben seitlich doppelte Wände, sodass wir hier oben einen schönen runden Abschluss haben und das Ganze eben auch schön stabil und hochwertig aussieht. Und drin versteckelt sich hier diese Ziehharmonika-Karte. Und aufgrund der besonderen Bindung ist das jetzt so eine Zauberleiter. Das heißt, wenn ich oben das Deckblatt nach hinten oder nach vorne kipp, dann gehen die ganzen Teile einmal nach unten. Und das kann man eben beliebig oft machen. Deswegen auch Zauberleiter genannt. Ich zeige euch das Ganze jetzt gleich noch aus einer anderen Perspektive, wo ihr dann einen besseren Blick drauf habt. Also ihr seht, besteht aus 6 Teilen, und wenn ich jetzt das Deckblatt nach hinten klappe, dann klappen einmal alle Teile eins nach unten. Wenn ich es wieder nach vorne klappe, klappen wieder alle Teile um eins nach unten. So von der Seite seht ihr das noch besser. Das Ganze nennt sich auch Jakobsleiter, und ich hatte als Kind mal so ein Spielzeug, und es ist mir letzt wieder eingefallen, da dachte ich, das kann man doch bestimmt nachbasteln, und wie man das basteln kann, das zeige ich euch jetzt. Ich packe jetzt einmal hier meine Karte wieder ein. Wir brauchen für die Karte 6 Graupappestücke in den Maßen 8 x 10,5 cm. Da brauchen wir 6 Stück davon. Ich habe jetzt eine Dicke von 1,5 mm genommen. Wer nicht weiß, wo er Graupappe beziehen kann, ihr bekommt die auch über mich. Und die verkleiden wir uns jetzt mit ein bisschen Washi-Tape. Das Washi-Tape findet ihr im Hauptkatalog. Das gibt es als dieses Set eben, die 3 zusammen. Und dieses Currygelb, das passt schön zu diesen Kartenerinnerungen und mehr Weihnachtsabend, die ich verwendet habe, weil da eben auch Currygelb drin vorkommt. Und deswegen passt dieses Band wunderbar hier dazu. So, ich werde jetzt einmal um alle 4 Kanten so ein Washi-Tape drumherum wickeln. Ich schneide mir das für jede Seite ab. Man kann das auch einmal komplett drumherum machen, aber dann habe ich an den Ecken immer so eine kleine überlappende Stelle, die dann eben nicht klebt. Und deswegen habe ich mir das jetzt so überlegt, dass es so dann eben komplett überall festklebt. Also so eben einmal um alle 4 Kanten drumherum. Und das Ganze machen wir dann bei allen 6 Graupappestücken. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. So, ich habe mein Graupappestück an allen 4 Kanten bezogen. Und mache das Ganze eben mit allen 6 Stücken Graupappe. Dann müssen wir uns jetzt Hilfslinien ziehen. Und zwar lege ich sie mit der kurzen Seite zu mir her und mache im Abstand von 1 cm mir einmal eine Hilfslinie hin. Also ich mache das am besten mit dem Geodreieck. Da kann ich ja hier in dieser Zentimeterlinie das mir einfach anlegen. Und mache mir dann hier meine Hilfslinie hin, und das oben und unten. So, dann muss ich mir noch die Mitte ausmessen von der langen Seite. Da das 10,5 breit ist, lege ich mir hier das jetzt an bei 5,25 rechts und links. Muss ja jetzt genau der gleiche Abstand sein, und zeichne mir oben und unten einmal mit einem Strich die Mitte ein. Und bei 2 dieser Graupappestückchen mache ich das nur auf einer Seite
Und bei den anderen Vieren muss ich das Ganze auf beiden Seiten machen. Also auch hier nochmal an den kurzen Seiten in einem Abstand von 1 cm zum Rand mir eine Hilfslinie und dann einfach noch einmal die Mitte einzeichnen. Ich lege mir es hier seitlich an bei 5,25 und mache mir dann hier bei der 0 einfach einen Strich. So, das habe ich jetzt schon vorbereitet. Also bei 4 habe ich es auf beiden Seiten gemacht und bei 2 eben nur auf einer Seite. Ihr seht, ich habe hier jetzt auch schon doppelseitiges Klebeband angebracht. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir legen uns das so hin, dass es mit der kurzen Seite eben zu uns zeigt. Und dann mache ich an der oberen und an der unteren Linie, so ungefähr von der Mitte aus, auf die rechte Seite das Klebeband. Und zwar oben und unten. Bei meiner oberen Hilfslinie mache ich das Klebeband eben nach unten versetzt, sodass ich meinen Rand von 1 cm hier noch frei habe und unten genauso. Ich möchte den Rand von 1 cm noch frei haben, also muss ich unten dann das Klebeband oberhalb der Hilfslinie hinkleben. Also ich mache oben und unten auf der rechten Seite etwa die Hälfte und in der Mitte, der Strich ist jetzt genau die Mitte, also so klebe ich das Klebeband etwa mittig über diesen Strich und mache von links bis zur Mitte meiner Graupappe einmal hier das Klebeband hin. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, jetzt muss ich mir das umdrehen. Und zwar drehe ich mir es an dieser langen Seite liegend um. Also ich klappe das jetzt quasi um wie so eine Buchseite und lasse es aber an der langen Seite überkippen. Jetzt liegt es nämlich so rum, dass ich auch jetzt wieder auf der rechten Seite oben und unten das Klebeband hinmachen kann. Und auf der linken Seite nur in der Mitte. So. Und so muss ich jetzt alle meine Graupappe-Stücke vorbereiten. Wie gesagt, immer auf der rechten Seite oben und unten und auf der linken Seite in der Mitte. Und über die lange Seite gedreht, sieht es auf der Rückseite genauso aus. Wenn ich es über die kurze Seite wenden würde, dann wäre es nämlich jetzt gerade seitenverkehrt. Deswegen merken, über die lange Seite wenden und dann sind immer die beiden oberen und unteren Klebestreifen rechts und der mittlere Klebestreifen links. So mache ich das jetzt eben mit allen 6 Graupappe-Stücken, wobei bei 2 das ja nur auf einer Seite ist. Da habe ich ja auch meine Hilfslinie nur auf einer Seite gezogen, also mache ich auch die Klebebänder nur auf einer Seite hin. So, dann geht es jetzt weiter. Ich habe die Karte ja mit den mit dem Kartensortiment Erinnerungen und mehr Weihnachtsabend gemacht. Und zwar habe ich mir da jetzt von den kleinen Karten 12 rausgesucht, die ich hier aufkleben möchte. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, in welcher Reihenfolge möchtet ihr die 12 Karten aufgeklebt haben. Ich habe mir das jetzt schon, jetzt gebe es jetzt nicht alle aufs Bild. So, ich möchte es so in dieser Reihenfolge auf der einen Seite haben. Also das ist für mich jetzt die Vorderseite, weil das einfach die erste Seite jetzt eben ist, die man dann sieht, wenn man das aufklappt. Da möchte ich als oberstes wieder das Warmest Wishes haben, wie hier auch. Und dann sollen sie eben in dieser Reihenfolge auf der Vorderseite erscheinen. So lege ich mir die jetzt mal so vor mich hin. Und dann gibt es ja auf der Rückseite auch eine Reihenfolge. Und da möchte ich dann diese 6 Karten haben, und zwar so in dieser Reihenfolge. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt nehmen wir uns von der Vorderseite die erste Karte, dann von der Rückseite die zweite Karte, dann wieder von der Vorderseite die dritte Karte, von der Rückseite dann die vierte Karte,
Also immer eine freilassen. Und in dieser Reihenfolge werden wir sie gleich verwenden. Und genauso dann die anderen, was jetzt noch übrig sind. Also das von der Rückseite, Vorderseite, Rückseite, Vorderseite, Rückseite, Vorderseite. So die Reihenfolge jetzt hier liegen lassen. Und in der werden wir sie jetzt dann eben gleich aufkleben. Dann fangen wir an mit dem ersten Stück, wo jetzt nur auf einer Seite das Klebeband hat. Und dann müssen wir jetzt Bänder aufkleben. Wir brauchen für die Karte insgesamt 15 Bänder in der Länge von 16 cm. Ich habe jetzt dieses gestreifte Chili-Band genommen, das ihr auch im Herbst-Winter-Katalog findet, weil es eben wunderbar zu diesen Karten passt, weil die ja farblich aufeinander abgestimmt sind. Und jetzt müssen wir eben immer diese Klebebänder hier anbringen. Ich löse jetzt mal die Schutzfolie von meinem doppelseitigen Klebeband und bringe jetzt das Klebeband hier mittig über das doppelseitige Klebeband auf. Also ich gehe dann ganz leicht, weil das Band breiter ist wie mein Klebeband, sodass ich jetzt mit meinem Band ganz leicht über meine Hilfslinie drüber weggehe, sodass ich aber eben möglichst mittig über dem Klebeband bin und klebe mir das einmal hier nach rechts und hier drüben dann eben das Band nach links. Also ich gehe auch hier mittig über mein angebrachtes Klebeband und lasse das dann hier nach links wegstehen. Und das mache ich jetzt an allen 6 Graupappestücken. Das heißt, nee, an allen 5. Das letzte, wo auch wieder nur auf der einen Seite das Klebeband hat, das lassen wir mal noch frei. Da langen dann auch die Bänder gar nicht. Also ich habe meine erste Graupappe, die nur einseitig mit Klebeband versehen war, habe mir jetzt rechts die 2 Bänder hingeklebt und links das eine. Und jetzt lege ich so vor mich hin, dass die 2 Bänder nach oben schauen, weil das ist jetzt für mich oben. Und dann nehme ich von dem Kartenstapel, den ich auf die Vorderseite haben möchte, die oberste Karte und klebe mir die einmal hier jetzt über die aufgeklebten Bänder auf. Ich habe mir jetzt schon auf allen Karten doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Einmal komplett außenrum und eins in der Mitte diagonal. Einfach, dass es schön hält. Und werde mir das jetzt einmal hier auf das erste Kartenblatt aufbringen. Also, wie gesagt, die beiden Bänder sind oben und jetzt halte ich mir das so hin, dass ich oben, unten und links den gleichen Abstand habe. Bevor ich es jetzt runterfallen lasse, schaue ich nochmal, ob es rechts auch passt und dann drücke ich mir das schön an. Durch das doppelseitige Klebeband kann jetzt hier kein Flüssigkleber rausquillen und ich kann alles schön andrücken und ich kann eben sicher sein, dass ich komplett am Rand auch Kleber habe und dass das dann eben schön hält. So, das ist mein erstes. Das lege ich mir jetzt einmal zur Seite und mache mit dem zweiten weiter. Also ab jetzt kommen die mit doppelseitigem Klebeband. Und im Moment interessiert mich aber nur eine Seite davon. Also ich bereite jetzt alle im gleichen Schema vor. Ich habe rechts von mir liegend das obere und das untere Band. Klebe ich mir eben wieder mittig auf. Und nach links weggehend dann dieses eine Band. So, jetzt drehe ich mir es wieder so vor mich hin, dass die 2 Bänder wieder oben sind und nehme das nächste Blatt von dem Stapel von der Vorderseite. Bei dem Muster ist es jetzt egal, wie rum, aber wenn es eben eine Richtung hat, dann ist hier die 2 immer die oberste, also das obere, die Oberseite eben. Dann klebe ich auch das jetzt wieder auf.
und legen wir es jetzt auch so zur Seite, dass ich es genauso übers erste lege. Also ich habe jetzt die beiden Bänder links und lege es mir so über meine erste Karte. So, jetzt zeige ich es noch bei einer. Also rechts sind die zwei Bänder. Und links wieder das einzelne Band. Ich drehe mir es wieder so hin, dass die beiden Bänder oben sind. Nehme mir meine nächste Karte, also aus dem ersten Stapel. Genau, das näht es ja gar nicht. Da ist ja nicht nur die Vorderseite drin im Stapel. Das habe ich gerade falsch gesagt gehabt. Sondern das ist ja der erste Stapel, wo wir immer Vorderseite, Rückseite genommen haben. Also, dann nehme ich mir jetzt die nächste Karte und klebe sie hier auf. Und genau so verfahre ich eben mit den anderen beiden auch noch. Change the way we live, focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know, it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. More than stamps and ink, it's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. So, wenn ich jetzt auf die ersten fünf die Bänder und die Karten aufgebracht habe, das letzte lassen wir uns jetzt mal noch leer. Das, also hier ist ja noch eine Karte übrig, die lassen wir mal auf der Seite liegen von Stapel 1. Und jetzt kommen wir nämlich dann gleich zu Stapel 2 und die letzte Karte bleibt jetzt erstmal noch leer. Jetzt haben wir das so in der Reihenfolge gerade aufgeklebt. Jetzt drehen wir es uns einmal über die kurze Seite um, sodass wir jeweils die leeren Seiten jetzt oben liegen haben. Die zwei Bänder zeigen jetzt nach links von mir und das eine Band zeigt nach rechts. Jetzt fange ich an, dass ich die Bänder jeweils... Nee, natürlich müssen wir erst die Karte aufkleben. Jetzt kommen wir zum zweiten Stapel. Wir nehmen jetzt vom zweiten Stapel die erste, also die oberste Karte. Auf der Rückseite ist jetzt das eine Band, die Oberseite. Ich halte die Karte ja so und wenn ich es so umdrehe, dann muss es so rum sein. Genau. Also, ich lege es jetzt so vor mich hin, dass das eine Band jetzt nach oben schaut. Und nehme jetzt vom zweiten Stapel die oberste Karte. Und klebe mir die jetzt auf die noch leere Seite. So. Dann lege ich jetzt die Bänder einmal über sich selber hier drüber, also die über die eigene Karte einmal drüber, nehme mir dann vom Stapel das nächste mit der Graupappe nach oben und so, dass die zwei Bänder jetzt wieder links sind und lege mir das exakt über meine erste Karte. Dabei schauen ja jetzt die Bänder von gerade, also von der ersten Karte, schauen jetzt die Enden rechts und links raus. Wenn ich jetzt exakt meine Karten übereinander liegen habe, dann mache ich jetzt auch hier meine Schutzfolie vom Klebeband ab und nehme jetzt das kurze Ende von der untersten Karte, sind ja das die Bandenden, und lege mir das hier, also klebe mir das jetzt auf meine zweite Karte auf. So, also ich ziehe mir die so ein bisschen hier nochmal raus
darauf achten, dass er nicht zu straff zieht, sondern ja, also schon etwas locker jetzt hier rüber binden und zum Schluss noch das von der linken Seite, das Mittelband, locker einmal hier rüber, sodass jetzt die kurzen Bandenden alle aufgeklebt sind. Jetzt ist hier wieder die Seite oben, wo die aufgeklebten beiden Bänder sind. Also ich lege so vor mich hin, dass die Bandenden, die ich aufgeklebt habe, dass die zwei oben sind. Nehme meine zweite Karte vom zweiten Stapel und klebe die auf. Also das ist jetzt wieder eine, wo die Richtung egal ist, aber wenn es eine Richtung hätte, muss ich eben darauf achten, dass die aufgeklebten beiden Bänder oben sind und nicht das einzelne. So, das klebe ich mir jetzt hier wieder auf. Und drehe mir es jetzt wieder so hin, dass wieder die beiden Bänder links sind und das einzelne rechts. Dann klappe ich auch jetzt wieder die Bänder über die Karte drüber. Nehme mir mein nächstes Kartenteil so vom Stapel einfach rüber und lege es wieder hier drauf. Dann das gleiche Spiel wie gerade eben. Ich löse die Schutzfolie, klebe die kurzen Bandenden jetzt einfach hier locker rüber. Wie gesagt, nicht zu straff ziehen. Natürlich soll es auch keine Blasen schlagen. Ups. Und das einzelne hier drüben auch noch. So, drehe es mir wieder so hin, dass wieder die aufgeklebten zwei Bänder oben sind und nehme mir das nächste Kärtchen vom zweiten Stapel und klebe mir es auf. Dann drehe ich es wieder so vor mich hin, dass wieder die beiden oben und unten links sind und das einzelne rechts. Klappe sie mir wieder rüber. Nehme meine nächste vorbereitete Karte von oben und lege sie wieder drauf. So, wenn wir jetzt zum letzten Pappestück kommen, auf die Seite ohne Bänder, kleben wir jetzt das letzte Stückchen vom ersten Stapel auf. Jetzt müssen wir natürlich auf die Richtung achten. So, das wird jetzt dann nachher ja so aufgeklebt. Und dann müssen wir jetzt hier an der nicht beklebten Seite, da wo das Einzelne jetzt nach oben zeigt, drehe ich mir es so rum, dass eben das Einzelne jetzt hier oben ist. Und so ist die Richtung eben. So klebe ich mir jetzt das letzte Kärtchen vom ersten Stapel hier noch auf.
und kann mir jetzt auch die letzte Karte ankleben. Also ich hatte das ja wieder so liegen, dass die beiden Bänder nach links zeigen und das einzelne nach rechts. Mach's wie gehabt, einmal die Bänder über die letzte Karte legen, leg mir mein letztes Stück Graupappe auf und klebe mir auch hier jetzt die Bänder wieder an. So, drehe mir es wieder so hin, dass die aufgeklebten zwei Bänder nach oben schauen und klebe mir mein letztes Stückchen aus dem zweiten Stapel so rum auf. Bei mir ist es jetzt wieder egal, aber von der Richtung her wäre jetzt eben hier oben. Und dann ist die Karte auch schon fertig. So, so sieht jetzt unsere Karte aus. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber der Klappmechanismus klappt hervorragend. Die Richtung stimmt. Bei denen, die eine Richtung haben, stimmt sie. Ich hoffe mal, dass sie auch... Also die Rückseite ist immer verkehrt rum. Wir schauen es uns immer nur von der Vorderseite an. Jetzt ist eben die eigentliche Rückseite vorne. Und so ist ja unsere eigentliche Vorderseite. Und da stimmen jetzt alle Richtungen der aufgeklebten Karten. Und wenn ich es jetzt eben die Vorderseite nach vorne klappe, nach hinten muss ich es klappen, dann klappt ja alles einmal um. Und dann habe ich die Seite, die gerade hinten war, jetzt vorne. Und dann stimmen auch hier meine Richtungen alle. Genau. Das war jetzt also meine Zauberkarte und damit wir die auch angebracht verschenken können, weil ich finde, es ist ja wirklich ein ganz besonderes Geschenk. Es eignet sich auch toll für Kinder, weil die können damit natürlich ewig spielen. Die fasziniert es unwahrscheinlich, wie das immer wieder aufs Neue nach unten klappt. Und deswegen habe ich mir da jetzt eben noch eine Verpackung dazu überlegt. Also verzieren kann man das jetzt einfach noch ein bisschen. Ich habe jetzt hier noch ein paar kleine Aufkleber draufgeklebt. Wir sind ja in diesen Kartenerinnerungen und mehr auch diese Aufkleberbögen dabei. Da kann man jetzt eben noch nach Lust und Laune hier ein bisschen was verzieren. Man hat auch ein bisschen Platz, um noch ein paar Grüße drauf zu schreiben. Natürlich nicht übermäßig viel, weil ja auch immer irgendwie entweder ein oder zwei Bänder drüber gehen. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ausreichend, dass man noch ein paar Grüße hinterlegen kann. Für den Boden der Box brauchen wir ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt Waldmoos genommen, passend zu diesen Karten, die wir verbaut haben. Und zwar hat der das Maß von 15,4 x 17,8. Und der wird jetzt gefalzt rundherum bei 1,7 und bei 3,5. Ich falze mir die 1,7 immer hier auf der rechten Seite, weil ich da einfach hier links mehr Anlagefläche habe. Also mache ich jetzt einmal rundherum die 1,7. Und lege mir jetzt auf der linken Seite die 3,5 an. Und falls auch die einmal rundherum. So. Dann, bevor ich die Falzlinie nachfalze mit dem Falzbein, schneide ich mir es erstmal ein. Und zwar fange ich an der langen Seite an und schneide mir einmal die Seiten, das sind ja unsere Seitenteile nachher, die schneide ich mir einmal gerade bis zur zweiten Querfalz. Das kleine Quadrat hier drin ist meine Klebelasche, die schräge ich mir rechts und links ab.
und kürze mir auch auf die normale Länge. Und diese beiden Quadrate können raus. Und die Seitenfläche, die schneide ich mir jetzt so einen halben Millimeter rechts von der Falzlinie nach unten, sodass die ein kleines bisschen kürzer eben wird, wie sie eigentlich ist, weil ich die ja nachher nach innen klappe. Und da ich die langen Seiten zuerst nach innen klappe, ist mir der Platz dann später für die kurze Seite eben dementsprechend kleiner, weil ja dann rechts und links die lange Seite schon nach innen geklappt ist. Deswegen schneide ich mir die kurze Seite, das äußerste Teil rechts und links, einen halben Millimeter etwa links von der Falzlinie oder nach innen versetzt von der Falzlinie ein. Hier ist wieder meine Klebelasche, hier das kleine. Hier schneide ich gerade runter an der rechten Seite der Falzlinie, schräg mir meine Klebelasche wieder ab und kürze mir auf die normale Länge. Genau das gleiche mache ich auf der anderen Seite. So muss das Ganze jetzt aussehen. Also die beiden äußeren Laschen sind ein Ideechen kürzer wie die innere Lasche. Und jetzt falze ich mir einmal alles nach. Und jetzt beim Nachfalzen seht ihr, dass hier noch so ein kleines Futzele raussteht. Das schneide ich mir jetzt einfach noch mit der Schere ab. Das kommt vom Abschrägen hier. Dann bleibt manchmal so ein ganz kleines Futzelchen noch stehen. Das sieht man dann aber beim Nachfalzen immer ganz gut. Und da schneide ich das dann eben einfach nochmal kurz ab. Hier sind jetzt auch nochmal so ganz, ganz kleine. So, bevor ich es jetzt an den vier Klebelaschen zusammenklebe, bringe ich mir nochmal doppelseitiges Klebeband an diesen beiden Umschlag- oder vier Umschlaglaschen an. Wie gesagt, die werden ja dann nachher nach innen eingeschlagen, sodass die Wände eben verstärkt sind und dass ich dann oben eine schöne abgerundete Kante habe. Das mache ich jetzt an allen vier äußeren Laschen. So, dann fange ich an. Ich klappe mir die noch mal kurz nach außen. Das ist gleich zum Zusammenkleben einfacher habe und klebe jetzt die Box erstmal an diesen vier normalen Klebelaschen zusammen. Das mache ich jetzt mit Flüssigkleber. Dann an den Klebelaschen zusammengeklebt habe, dann fange ich an, dass ich die beiden langen Laschen nach innen klappe. Also ich mache mir das die Schutzfolie wieder ab. Und klappe mir die lange Lasche nach innen und drücke sie mit dem Falzbein gut an. Dann die zweite lange Lasche. Und klappe auch die nach innen. So sind jetzt auch die Klebelaschen schön verdeckt. Und es sieht eben nicht nur schöner aus, sondern es gibt eben auch eine ganz schöne Stabilität nochmal. Dann kommen jetzt die beiden kurzen Laschen. Und das ist jetzt eben der Grund, warum wir die ein ganz kleines bisschen rechts und links gekürzt haben. Weil ich jetzt ja hier rechts und links schon die lange Lasche eingeklebt habe.
Und dass die sich jetzt hier nicht in die Quere kommen, sind die eben ganz leicht gekürzt worden. So, so passt es jetzt optimal hier rein. Und meine Box hat eben oben schöne abgerundete Kanten und eben stabile Außenwände. Dann können wir unsere Karte nehmen und sie hier reinlegen und ihr seht, die passt perfekt hier rein. Dann brauchen wir noch einen Deckel. Für den Deckel brauchen wir ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt Chili genommen in den Maßen 12,8 x 15,2 und der wird vom Prinzip her ganz genauso gemacht. Ich habe jetzt den etwas kürzer gemacht, sodass man auch noch das Unterteil der Box sieht. Deswegen sind unsere Falzmaße hier jetzt dementsprechend kleiner. Also wir falzen das jetzt rundherum bei 1 und bei 2,1. Das kann ich jetzt beides auf der rechten Seite machen, sodass ich auch beide Maße gleichzeitig falzen werde. Also bei 1 und dann gleich noch bei 2,1 und das Ganze auf allen vier Seiten. Auch das Einschneiden verläuft ganz genauso. Also die langen Seiten werde ich mir wieder gerade nach unten schneiden und von diesen kurzen Seitenlaschen mache ich die äußerste wieder einen halben Millimeter kürzer wie die Falzlinie. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. It's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. So, Deckel habt ihr gesehen, wurde genauso zusammengeklebt wie die Box auch. Und jetzt kann ich den Eimer hier auf die Box machen. Passt perfekt. Also er sitzt ein ganz kleines bisschen straff, so wie es sein muss, aber nicht zu straff. Perfekt. So, zur Verzierung habe ich mir nochmal als Mattung ein Stückchen Farbkarton in Waldmoos ausgeschnitten, in den Maßen 8,1 x 10,6 und dann einfach nochmal eines dieser Erinnerungen und Merkkärtchen. Hier habe ich mir jetzt den Rand schon geinkt in Waldmoos und werde es jetzt einmal hier auf den Deckel aufbringen. Wenn man möchte, kann man sich das jetzt noch hier mit irgendwelchen Aufklebern verzieren. Ich werde jetzt hier noch diesen Banner einmal drüber kleben. Und hier nochmal so eine Briefmarke.
Und dann vielleicht noch hier dieses Etikett, also diesen Tag. Den möchte ich jetzt ein bisschen erhaben aufbringen. Dazu klebe ich ihn mir ein paar Mal auf meine Hand, dass er nicht mehr so arg klebrig ist, weil das brauche ich ja dann in dem Fall nicht. Und dann nehme ich mir noch ein ganz kleines Stückchen von unserem gestreiften Band, damit ich das einmal hier durch den Tag ziehen kann. Schräg mir die Enden schön ab und ziehe das einmal hier durch. So, und damit es hier schön hält, binde ich mir das einmal mit einem ganz kleinen Stückchen Nähgarn einmal hinten fest. Also ich drehe mir es rum, dass die Rückseite zu mir schaut und knote mir einmal die beiden Enden hier ganz knapp über dem Tag zusammen. Enden können wir auch hier gleich ein bisschen festmachen. Es klebt da noch ein kleines bisschen. Außerdem kommen jetzt zwei Dimensionals drauf. Da kann ich die auch nochmal hier fixieren. So. Und dann kann ich das einmal hier noch oben drauf kleben. Jetzt können wir noch ein paar Sternchen mit aufbringen. Das lockert es noch mal ein bisschen auf. Das ist ja das Schöne, dass wir hier noch so schöne viele Aufkleber dabei haben, sodass man eben ruckzuck hier sein Projekt schön verzieren kann. So, ich hoffe, euch hat meine Idee genauso gut gefallen wie mir. Also ich bin total begeistert von dieser Kartenart, oder eigentlich ist es ja ein Kinderspiel. Und ja, ich hoffe, euch fallen ein paar Leute ein, die ihr damit beglücken könnt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Do what you love, live it, share it, you know, it's what you're dreaming of, it's what you're dreaming of, what we love, what we do, makes a difference in me and you, all these years of inspiration and love, oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way, to love, live and share it. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da und gerne auch einen Kommentar. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!